Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki mit einer weiteren Folge Daily, deine Tagesdosis Angeberwissen. Heute hier im Studio ist der Marc. Hallo, Tagchen. Ja, und ich bin der Sagi. Ja, und wir reden heute über den 9. Januar. Heute ist der 9. Januar und heute Geburtstag hat Kurt Tucholsky. Kennst du Kurt Tucholsky? Kurt Tucholsky, natürlich, wer kennt ihn denn nicht? Woher kennst du den? Aus dem Deutschunterricht natürlich. Also, was darf Satire? Kennst du? Ja, natürlich. Was darf Satire? Genau. Gute Frage. Oder Schloss Gripsholm? Ja. Eine Sommergeschichte? Ja. Das weiße Rössel am Wolfgang? Nee, okay. Nee, das ist was anderes. Ach so. Ja. Ja. Er ist am 9. Januar in Berlin geboren. Ja, das ist kurz heute ganz, ganz bekannter Satiriker bzw. Komiker. Ne? Also im Prinzip. Ja. Ja. Dann gab es natürlich auch noch ein Ereignis am 9. Januar. Und zwar 1989 wurde nach dem Tod seines Vaters Hirohito der Kaiser Akihito König von Japan. Akihito? Akihito. Ja. Akihito. Also ich habe es falsch betont. Du hast es jetzt auf Indisch ausgesprochen. Nein, das war Kantonesisch. Ich muss dazu sagen, es ist ein bisschen eingerostet bei mir. Akihito, ja, wurde Kaiser. Von Japan. Nicht von China, sondern von Japan. Ja, und auch am 9. Januar, das war 1968, die Raumsonde Survivor 7 hat hier als erste richtige Raumfahrzeug unbeschädigt auf dem Mond gelandet, ja. Das sieht ja eher aus wie der Mars, oder? Oder ist das nur, weil das hier so ein bisschen so... Wie auf dem Mars? Sieht ein bisschen bräunlich aus. Wie kannst du denn den Mars vom Mond unterscheiden? Na, das sieht man doch anhand der Struktur des Gesteins. Weil da... Mondgestein ist eher porös und Marsgestein ist eher etwas sämig. Ja, das war deine Tagesdosis Angeberwissen. Wir wissen jetzt, dass Mondgestein porös ist und Marsgestein sämig ist, laut Herrn Hagenbeck. Dr. Hagenbeck, bitte. Genau. So viel Zeit musst du. Ja. Morgen bist du zum Glück nicht da, da ist jemand anders hier. Ich sag Cheerio, Miss Sophie. Tschüss, wir sehen uns morgen, hören uns morgen. Schalt wieder rein.